Die Challenge bei Bedo wird Ihnen präsentiert von Lotto Hamburg. Guter Tipp. Willkommen an diesem Samstagabend zur Challenge. Wir werden heute das Allgemeinwissen von Uwe und Bedo testen. Kommen wir mal direkt zu den Spielregeln. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Ist diese Antwort korrekt, erhält derjenige einen Punkt. Sollte diese Antwort jedoch falsch sein, erhält automatisch der Gegner einen Punkt. Außerdem hat der Gegner die Möglichkeit, selbst zu buzzern und bei richtiger Antwort einen zweiten Punkt zu bekommen oder zu ergattern. Wenn diese Antwort jedoch falsch sein sollte, erhält wiederum der Erste einen Punkt. Okay. Ist das für euch verständlich? Das heißt, ich muss eventuell auch gar nicht buzzern. Ich jetzt vielleicht schon macht sich der andere zum Löffel, ne? Geht das? Ja, also ist auch ein bisschen Kennst Strategie. Du die Sprung? Okay. Wer bremst, verliert. Hier ist es, wer buzzert, verliert. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Seid ihr bereit für die erste Frage? Auf geht's. Bei welcher olympischen Sportart wird nicht nach Geschlechtern unterteilt? Ich lese nochmal vor. Bei welcher olympischen Sportart wird nicht nach Geschlechtern unterteilt? Ich wüsste da. Boah, nee, das Risiko ist mir zu groß. Wo es Mix gibt quasi, genau. Ne? Ich gucke das ab und zu mal so, wenn es mal läuft und wenn du mal davor sitzt. Aber es gibt doch nur einen Sport dabei, der da so. Tennis. Falsch. Ja, siehst du schon einen Punkt. Ich werde das googeln und wenn Mach ich recht habe. Willst du noch einen? Ich weiß nicht, nee, sag mal. Reitsport. Beim Springen und bei der Dressur dürfen Männer gegen Frauen. Das hätte ich wissen müssen, aber meine Frau ist Reiterin, aber ja, sowas habe ich mit ihr noch nie kommuniziert. Das war super easy. Aber deswegen habe ich auch die Klappe. Aber beim Tennis auch. Okay. Ja, ich weiß bei den Paaren, das sind aber irgendwie so just for fun, keine Ahnung, was spielen, okay, glaube ich. Wir müssen also weiter mit der zweiten Frage. In welchem Land leben die meisten Menschen jetzt aber? China. Richtig. Ja, bei euch. Oh. Richtig. Ja. Dritte Frage. Wann entdeckt Christoph Kolumbus Amerika? Boah, komm, das ist doch dein Part. Dazu komm, boah. Die Erfahrung muss jetzt bei dir springen. Mir reicht das Jahr. Also du meinst das Jahrhundert, ne? Ich weiß, welches Jahrhundert. Ja, dann. Ja, guck mal. 17. Jahrhundert. Nein. Ah, nein, das 1493 oder so? 1492. Vierte Frage. Wie heißt das Betriebssystem von Apple? Ich glaube, Bedo war... iOS. Richtig. Weißt du, dass ich die Punkte mache? Ich gewinne und verliere gleichzeitig? Ja, ja. Ich lasse mich auch gar nicht stressen. So. Ich bin noch ruhig. Super, wie viele Fragen haben wir noch davor? Ich bin jetzt gerade bei der 15. Es sind 10 Fragen. Ah, okay, alles klar. Also, in welchen Superheld verwandelt sich Clark Kent regelmäßig? Ich habe zuerst, hey, man hat gar keinen Ton gemacht, oder? Aber ich hab's gesehen. Superman. Richtig. Nicht Batman? Was? Welche Frau wurde von Fettes Brot aufgefordert, ihre sekundären Geschlechtsteile einzupacken? Oh, ich weiß es nicht. Da bin ich voll raus. Bettina, pack deine Brüste! Ja, genau, stimmt. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Stimmt. Ja, aber so heißt der Song, ich kann es auch sagen. Ja. Ich meine, die singen das die ganze Zeit. Ja. Du hast nur zitiert. Genau. So wärst du nicht gebannt auf Twitch, wenn du sagst, ich zitiere jetzt nur und dann. Siehst du? So, siebte Frage. Wie nennt man beim Schach ein Unentschieden? Ja, da bin ich auch raus. Pat. Nee. Remi. Ja, okay, weiter. So, aber ich habe Frage. Recht. Welches Tier stellt Bibo aus der Sesamstraße dar? Hier. Deine Tochter guckt vielleicht? Ich kenne Bibo. Nein, Sesamstraße ich weiß ja gar nicht. Ach so. Der kriegt die ganze Zeit die Punkte. Wie viel steht's denn eigentlich? Danke. Maria, vielen Dank. Wie viel steht denn? Ich weiß, was es ist, aber nee, ich trau mich jetzt nicht. Meine. Weiß ich, soll es ein Strauß sein? Keine Ahnung. Und ein Strauß ist ein Tier Vogel. Für die Vogel. Tier. Richtig. Okay.
So, neunte Frage. Wo im Körper befindet sich der Hammer? Wo im Körper befindet sich der Hammer? Der Muskel. Oh. Hä? Das ist unter 10. 5, 4, 3, 2, 1. Weiß das jemand? Mama. Kannst du noch mal die Frage sagen? Ach, echt? Wo im Körper befindet sich der Hammer? Ich weiß es jetzt, aber ich sag's nicht. Warum nicht? Doch, sag mal. Zähl uns runter. 5, 4, 3, 2, 1. Im Ohr. Er überträgt die Schwingungen des Trommelfells unter Verstärkung unter den Amboss. Nein, letztes Mal bimmeln soll man. Nein. So, letzte Frage. Wie steht's denn? Jetzt würde ich gerne wissen, schaff ohne Schiene oder was? Genau. Also, ich glaube, Bedo führt. So. Schauen wir mal. Zehnte Frage. Vor was hat ein Hypochonder Angst? Oh, warte mal. Er bildet sich Krankheiten ein, was? Genau, vor Krankheiten. Sehr gut. Das war's auch schon. Ja. Dann gucken wir mal den Punktestand an. Und zwar steht es für Bedo 4 zu... Ich hab's leider gerade nicht... Uwe hat gewonnen, tatsächlich. Uwe hat gewonnen? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Uwe, ja, hätte ein bisschen Punkte, ernster machen können, Mann. Beide die Punkte natürlich von Bedo alle abgefahren. Ich war auch manchmal zu lieb. Also ich ja, auch, hast du gewonnen. So. Und dafür erhältst du von uns eine Siegertasse, Unikat quasi. Okay. Aha. Haben nur ganz wenige Menschen auf dieser Welt. Dann mache ich doch mal morgen direkt ein paar Insta-Stories, wie ich meinen Kaffee mache, oder? Genau, ich hoffe, du denkst immer an uns. Ja, natürlich. Und dann war's das für diese Woche. Sehr gut. Danke, dass ich hier sein durfte. Jo. Vielen Dank. Die Challenge bei Bedo wurde Ihnen präsentiert von Lotto Hamburg. Guter Tipp. So, das war's für heute Abend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich bei Flying Uwe. Schön, dass du da warst. Ich bedanke mich auch. Und dass du die Zeit für uns genommen hast. Danke. Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne vor allem. Und ja, Glückwunsch nochmal. Den Becher, ja, in voller Montur. Den werde ich in Ehren halten.